Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wastler. In der letzten Folge am Montag, ja, haben wir unsere Dokumente bekommen, sind sogar über die Brücke drüber, aber wir wurden verraten von, hintergangen von Kumpel, Kamerad, Vorgesetzten, keine Ahnung, von so einem kleinen Glatzkopfkollegen und sind hier im Gefängnis gelandet, mussten im Steinbruch ein bisschen arbeiten, da haben sie einen riesen Kuh gefunden, was eher aussieht wie ein T-Rex-Schädel. Und ja, wir sind dann, haben uns hier noch ein bisschen behauptet, dass wir hier die härteste Kuh sind hier in dem Gefängnis, haben uns noch ein bisschen rumgeprügelt und ja, jetzt geht's weiter. Ich bin gespannt, was uns noch so erwartet, wie lange wir hier noch rumsitzen. Ach ja, Mama hatte uns auch noch besucht. Die Skelettkuh. Keine Arbeit heute. Nein, die Wachen flippen wegen des seltsamen Skeletts aus. Von mir aus, willst du deine Kartoffel? Willst du eine Kartoffel? Die ist von meiner Mutter. Verdammte Scheiße, ja, ich will eine Kartoffel. Autsch, verdammt, autsch, fast einen Zahn abgebrochen. Das ist was in der Kartoffel. Wow, es sieht aus, als hätte deine Mutter dort eine Bombe versteckt. Eine Bombe in der Kartoffel. Wie groß ist die Kartoffel? Das ist nett von ihr. Ich habe immer gesagt, deine Mutter ist großartig. Wir werden sie gut nutzen. Wir müssen nur auf den richtigen Moment warten. Ach ja, finde ein gutes Versteck für die Bombe. Eine Bombe in der Kartoffel. Könnte maximale Handgranate sein. So, der hat mir ein Versteck. Ist das ein gutes Versteck? Ich weiß es nicht. Ich nehme das jetzt einfach. Ein Wachposten. Nun, selbst wenn er explodieren sollte, wäre es keine sonderlich große Verschwendung. Insassen, wir haben die Kirche über das Skelett informiert und warten auf ihren Besuch. In der Zwischenzeit wird eine kleine Gruppe von Gefangenen mit uns in den nahegelegenen Wald fahren. Bäume zu fällen, weil der Winter naht. Ein Kirchenbesuch bedeutet, dass jemand auf dem Scheiterhaufen brennen muss. Deshalb willst du Holz, nicht wahr? Du bist geschwätzt, du musst nicht in die Panik geraten. In Panik geraten, so. Dies ist nur ein Standardverfahren zum Holzhacken. Ich bin seit 23 Wintern hier und habe noch nie von diesem Verfahren gehört. Die meisten von uns erfrieren normalerweise nur. Und du, ihr reitet mit uns los. Nun, Guy, ich denke, wir sehen uns später. Jetzt auch mal Klartext, du bist immer noch ein Gefangener. Wage es nicht, dich zu weit zu entfernen, denn ansonsten hältst du einen Warnschuss direkt in den Kopf. Das ist aber kein Warnschuss dann mehr. Du hast versucht wegzulaufen, es ist nur deine Bestimmung zu sterben. So. Setz dich drauf, dass die sich mal was darstellt. Reite mit den Wachen und bleib nahe bei ihnen. Du hast versucht wegzulaufen. Die reiten doch aber los sofort. Wir müssen du verarschen. Du, die reiten sofort los. Reite mit den Wachen. Was ist das für ein Wir sind noch nicht mal weggeritten. Jetzt sind wir weg. Ja, du, das bin ich auf der Flucht. Mir ja egal. Wenn das Spiel das in die Backen kriegt. Okay. Ich weiß nicht, wo wir sind. Okay, hier ist das Holzlager. Hier sollten wir doch hin. Naja, ihr seid die Helden. Ihr seid die Helden der Nation. Einfach geradeaus, ne? Einfach geradeaus. Ja gut, so weit kommen wir gar nicht mal so wie die Räder, ja. Ey, wir standen, die sind losgeritten. Wir haben nichts gemacht. Wir haben abgewartet. Aber wir fliehen. Ja, nee, ist klar. Ja, wir sind gleich tot. So kommen wir gar nicht. So, let's go, ja. Und gleich losreiten. Steig auf. Quatschen, Dünne.
So, jetzt wieder, wir sind abgehauen, wo wir stehen geblieben sind. Reitet mal schneller, wir sind selbst der Kutsche schneller. Psst. Selber psst. Meinst du mich? Ja, du willst doch aus dem Steinbruch raus, oder? Ja, er will das nicht. Nein, nicht wirklich. Haha, hör mal. Nachdem wir angekommen sind, musst du die kleinen lila Kräuter im Wald sammeln. Ich erkläre dir alles später. Okay. Wir sind da. Deine Aufgabe ist simpel. Deine einige Bäume fällen genug für einen Scheiterhaufen? Nein, für ein gemütliches kleines Feuer, wenn der Winter kommt. Ich freue mich. Ich komme nach. Hallo. Hallo? Finde drei Kräuter, ohne den auf der Karte markierten Bereich zu verlassen. Okay. Da. Die hier bestimmt. Als Gefangener darf man sich aber ganz gut hier frei bewegen, ne? Drei Kräuter. Wenn sie fragen, wo ich bin, ich muss kacken. Weißt du, ich geh erst mal kacken, Alter. Okay. Eins brauchen wir noch. Eins brauchen wir noch. Ja, geschafft. Hey, das ist kein Spaziergang in einem Park. Geh und fahr ein paar verdammte Bäume. Habe ich gemacht. Halt, stopp, dieses Baummassaker. Baum, was? Wer zum Teufel bist du? Lange leben die Blätter. Hey, du, seid doch so freundlich und schwing deine verdammte Axt. Ach so, da soll ich jetzt hier wieder einen guten Mann schwingen. Das ist ja unverschämt. Hallo, hallo, hallo. Komm da ran auf den Zentimeter. So, Hinterrücks. Zum Teufel, das war nicht übel, verdammte Baumhüter. Ich glaube, es reicht jetzt. Wir ziehen besser ab. Hey, Glatzkopf, du fährst den Wagen. Die Drecksarbeit von dem Wagen. Nämlich haben wir keinen einzigen Baum gefällt. Los jetzt. Und versuchen nichts Dummes. So, geh zurück zum Steinbruch. So. Kommt das wieder? Psst, psst. Ja, kommt. Hast du die Kräuter? Ja, doch, was genau ist es? Eine starke, halsschwingende Pflanze, bei den Untertemperaturen werden Dämpfe freigesetzt, die sogar einen Stier umnatzen können. Wenn wir sie im Steinbruch verbrennen können und genug Chaos stiften, um zu entkommen, wir müssen nur auf den richtigen Moment warten. Okay. Das ist klug. Oh. Ich bin ein Kräuterkenner. Clever ist mein zweiter Name. Danke für die Hilfe. Geh zu deiner Kaserne, schlaf dich besser aus, da wir morgen ein paar heiße Gäste haben. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Ein paar heiße Gäste. So, zack. Buddy, hey Buddy. Also, du willst mir sagen, dass es hier einen Kräuterkenner gibt, der halluzinogenes Kraut hat? Yep. Und wir haben eine Bombe. Richtig. Und morgen treffen die Vertreter der Kirche ein, um das Skelett zu untersuchen. Genau. Geil, mein Liebster, mein einziger Freund, ich sage dir, morgen könnte ein sehr interessanter Tag werden. Ich bin ja gespannt. Ich hab da schon einen Plan. Quest abgeschlossen. Gleich direkt rein in die nächste Quest. Scheiterhaufen gen Himmel. Feuer, Pflanzen, alles Hygien freisetzen. Alter, das Treffen mit den Kirchenbeamten beginnt gleich. Beeil dich. Ja, ich komme hier schon. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. So, ganz schnell. Ja, da sind sie drin. Sehr schön. Wenn man so schön high werden. Und dann denken sie, das ist echt. So, let's go. Ich bin Special Agent Pedro, FBI. FBI? Förderes Büro der Inquisition. Spanisch ist überraschend. Wo ist der Verdächtige? Genau hier, es ist das Skelett. Ist es aus der Hölle? Sind wir verdammt? Ist es ein Drache? Es ist noch zu früh, dies zu beantworten. Kommen wir unserer Aufgabe nach. Wir übernehmen diesen Fall. Sind die
Scheiterhaufen bereit. Scheiterhaufen, das sind also keine gemütlichen Lagerfeuer. Die Scheiterhaufen sind bereit, ja. Die das Skelett ausgegraben haben, sollten es sich doch gemütlich machen. Okay, ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um deinen Kräuterkenner zu finden. Vor allem, da du jederzeit auf dem Scheiterhaufen landen könntest. Ich bekomme die Bombe. Finde den Kräuterkenner. Finde den Kräuterkenner, let's go. Dü dü dü. Da ist er. Ich denke, jetzt könnte eine gute Zeit sein. Das habe ich auch gedacht. Ich habe in den Scheiterhaufen ein paar Kräuter geworfen, habe die Jahre und zünde sie mit dieser Fackel an. Weißt schon, was du als nächstes tun möchtest? Wir werden die Mauer sprengen. Einfach, trotzdem effektiv. Vergiss dabei nicht, den Atem so lange wie möglich anzuhalten. Die Dämpfe könnten dir eine wahrhafte Reise zum Mond und zurück bescheren. Du findest mich im Fischerdorf, wenn du dich zurückgezogen hast. Ich glaube, wir haben viel gemeinsam. Zünde den Scheiterhaufen mit der Fackel an, drücke linke Steuerung, um die Fackel anzuzünden. Ich glaube, wir müssen hier mehrere anzünden, ne? Das war jetzt nicht ganz so durchdacht. Ja, zurück. Oh, ist Farben richtig. Ja, ich glaube, ich bin schon da. Ja, schöne Farben. Oh, lila, das erinnert mich irgendwie an Far Cry New Dawn. Ich habe keine Luft angehalten. Ja, ist egal. Okay, jetzt habe ich. Ich wollte es. Oh, ich bin voll drauf. Ich will wirklich etwas Hühnchen. Finde ein Hühnchen. Was? Nimm die Fackel aus der Hand, sonst wisst ihr, dass du es warst. Oh Gott, ich war. Ja, das ist schön. Ich hab Bock auf Hühnchen. Oh, ein Hühnchen. Hier ist kein Hühnchen. Was kommt jetzt? Oh mein Gott. Geil, geil, geil. Ei, 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 ei. Warum isst du Schlamm, Buddy? Buddy, Buddy, Buddy. Ja, das klingt lustig. Ich glaube, wir sind. Ei, geil. Ich fühle meine Haare. Ah, so eine Scheiße funktioniert nie. Funktioniert nie. Was? 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 Mach was. Irgendwas. Ui, 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 ui. Cool, gute Arbeit, Alter. Du bist wirklich gut in diesen Spielereien. Ja, wir sind richtig gut. Du brauchst mich nicht mehr zur Hölle. Ich weiß nicht einmal, was los ist. Ich möchte jetzt gerne hier ran. Man würde jetzt etwas Speck töten. Frag mal Buddy, ob er Speck hat. Ich frage Buddy, ob er Speck hat. Speck! Oh mein Gott. Was zum Teufel? Bist du gerade aus der Luft gekommen? Wo ist es? Wo ist das Skelett? Dude, sind wir nicht alle nur Skelette? Ach, nur mit Fleisch bedeckten Skelette? Alter, das hast du jemals darüber nachgedacht? Ach, boah, du hast recht, Mann. Also, in Questor sieht man echt abgefahrene Kacke, weißt du? Warte, meine Hauptsinne merken mir, dass in der Nähe Gefahr besteht. Schnapp dir die Axt. Gut, töte den. Oh, das war's tot. Ja, du bist auch recht tot. Na komm! So! Geil, geil, das müssten wir rauswählen. Ich bin verdammt da, aber wir müssen die Wand sprengen. Ich habe die Bombe, aber ich fühle mich wie in Slow Motion. Du musst bei mir bleiben. Später, Dudes. Oh nein, warte. Eins, noch etwas. Du weißt, du, wo sich die Resistenz des Bischofs befindet. Die Inquisition braucht möglicherweise etwas Hilfe später. Wow, bist du dabei? Ja. Escorta Buddy, koste es, was es will. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber er ist dein Kumpel. Ich glaube, ich bin sehr langsam. Ich bin wirklich langsam, Guy. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er schon losgerannt? Wo ist er denn? Da läuft er. Ist mir aber nicht markiert, ne? Ich glaube, das ist er. Koste was will. Er ist ja gleich jetzt schon wieder tot. Sprengen! Nicht tanzen! Oh, aber das Spiel ist echt abgefahren. Das ist mir too much. Komme!
Was wird das? Hai auf der Flucht, naja. Keine Ahnung, was man machen soll. Der tanzt sich unten jetzt einen Ast ab. Ha! Eine Schelle mussten verteilen, damit er mal wieder zu sich kommt, alles klar. Denn Anne, ich hab ihm gar nichts gemacht. Nur ein paar Jahre. Ist das Hai? Nee, Leute, lasst es mal gut sein. Kurz vom Ziel oder was? Ich hab nicht mehr so viel Lebensenergie. So, hier, komm, sprengen. Okay, bereit? Auf 3. 1, 2, 7, 10, 1, 5, 9, 3. Seifenblasen, wir müssen rennen, schnell. Es gibt da einen Ort mit mein lieber Freund, ein wunderschöner Palast. Ich werde dich dorthin bringen und wir werden abdansen. Ja, dann lauf. Die sind, glaube ich, nicht heim. Komm. Mach 3. Lauf. Lauf, als wär's dein letztes Leben. Und bleibe nicht irgendwo wieder hängen. Daneben. Ich glaube, Guy ist richtig drauf, du. Okay. Ich weiß nicht, wie weit es noch ist. Wir brauchen ein bisschen Ausdauer. Oh, die Musik geht langsam wieder zurück. Ich habe jemanden verfolgt, aber das ist ja der Buddy. Yo, daneben! Eine Schinkenscheibe auf einem Butterbrot. Bam. Yeah, warte mal. Ich habe deine Idee, Alter. Nee, jetzt ist er getroffen, tatsächlich, ey. Die Sau. Kannst du gar nicht ausweichen hier, ne? Ach, daneben. Ja, dann hier rein, sehr schön. Und dann hier rein. Daneben. Boah, das war was. Fühlst dich besser? Irgendwie, aber ich denke, ich muss ein wenig schlafen. So, ich hoffe, die Quest ist geschafft. Jawohl, Quest abgeschlossen. Was war das denn, bitteschön? Gut, das ist jetzt also unser neues Zuhause hier. Wo sind wir? Ich glaube, ich gönne mir ja erstmal was zum Essen, oder? Ja, das hat dir geschmeckt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter und dann bin ich mal gespannt, wo wir hier sind. Also, wir haben es erstmal geschafft, aus dem Steinbruch-Gefängnis rauszukommen. War ein Tierestei. Aber wie, Tieristei? So, was wir jetzt noch schnell machen können, ist mal das Upgrade. Wir haben 27. Was dat? Geil, Verbrauch beim Rennen und Kämpfen um 10% weniger Ausdauer. Auf jeden Fall. Machen wir mal. So, vollständig. Schaden wird um 5% größer. Schläge beim Bluten. Wird gemacht. So, das hatten wir schon. Was ist das? Ausdauer. Das Pferd wird um 10%. Ja, komm hier, zack. Einmal komplett. Geil, fällt selten von normalen Pferden. Verfügbar 5 können wir uns gerade nicht leisten. Was haben wir denn hier? Nächste Level nach einem kritischen. Okay, das. Ja, dann machst du das hier noch. Gut. 2
Lebenspunkte heben uns auf. Gut, und dann bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Dann haben wir ein bisschen geskillt. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Das war aber erstmal eine neue Folge von Wastler. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr sie ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Gerne kommentieren und diesen Kanal auch weiterempfehlen. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.